Vögel, wenn uns Prag so fasziniert, gestatten Sie mir einen ganz kleinen Einschub. Wenn Sie sich Prag heute anschauen, ist es für Sie eigentlich noch eine europäische Stadt oder schon fast eine amerikanische Stadt? Jedenfalls scheint die Attraktion für amerikanische Touristen sehr groß zu sein. Finden Sie das europäische Prag dann noch? Aber auf eine, wie soll ich sagen, auf eine Weise, die einen besorgt machen muss. Und zwar, man merkt die ganze Vitalität, aber ich wünschte mir eigentlich, wenn ich von Wenzel, ich war jetzt vor ein paar Monaten zuletzt da, ich wünschte mir, dass etwas sozusagen vom Glanz des Broadway der Zwischenkriegszeit wiederkommt und etwas weniger von dem Gegröle der Ryanair-Touristen. Ich finde Ryanair und so weiter großartig. Ja, das sind wirklich europäische Unternehmen, die den Kontinent in Bewegung gesetzt haben. Aber ich wünschte mir etwas mehr, dass, wie soll ich sagen, der Wenzelsplatz wieder in Form kommt. Aber wir hatten dieselbe Diskussion mit dem Kurfürstendamm und anderen Orten, wo es auch die Klage über Fastfood-Ketten und so weiter gab. Es wird, die Stark ist so, so stark, sie wird alles hinkriegen, ich bin ganz sicher. Herr Außenminister, das ist nicht nur Folklore, worüber wir jetzt sprechen. Ein bisschen stellt sich ja auch die Frage, welchen Platz haben die Amerikaner in Europa? Brauchen wir sie? Sind sie ein Bestandteil Europas? In den 70er Jahren hat der Westen Europas so gedacht, KSZE mit den USA und Kanada als Mitglied. Heute scheinen wir uns da jedenfalls als Deutsche nicht mehr so sicher zu sein. Wie sieht das ein Tscheche als Vertreter eines Landes, das auch bereit ist, dieses amerikanische Raketenabwehrsystem zu stationieren? Wie viel Amerika brauchen wir oder brauchen wir nicht? Ich glaube, wir brauchen Amerika so dringend und notwendig, wie die Eltern ihre Kinder brauchen. Weil Amerika ist ja unser Kind, vergessen wir das nicht. Dass das Kind sich etwas begabter und größer entwickelt hat, als wir jede Chance gehabt haben, ist eine andere Geschichte. Aber wir können sie nicht behaupten, dass wir unsere Kinder nicht brauchen. Zum einen. Zum zweiten, es ist sicher richtig, dass wir in Prag, aber auch in Warschau, nicht den Komplex haben, den man bekommt, wenn man jemanden Dankbarkeit schuldig ist. Der Westen Europas, inklusive der alten Bundesrepublik und eines großen Teils Berlins, wurde durch 40 Jahre von den Amerikanern geschützt, gerettet, sonst wäre sie Litter unter sowjetische Dominanz geworden und teilweise auch finanziert. Dieses Glück hatten wir im Osten nicht. Und deswegen haben wir auch keinen Komplex gegenüber den Amerikanern. Ich habe einen sehr weisen ungarischen Urgroßvater gehabt und der pflegte immer zu sagen, was hat er gegen mich? Ich habe ihm ja nichts Gutes getan. Und das ist das Problem der Westeuropäer mit den Amerikanern. Ich bin überzeugt, wenn die Amerikaner nicht so viel für Westeuropa gemacht hätten und nicht so viel Geld, Truppen etc. bereitgestellt hätten, dann gäbe es auch viel weniger antiamerikanische Komplexe, die ich heute, aber seit langem, seit Jahrzehnten, das hat ja schon in den 60er Jahren begonnen, gegenüber den Amerikanern, wir haben es nicht. Wir wissen ganz genau, dass letztlich ohne amerikanischen Beitrag weder Hitler besiegt worden wäre, noch die sowjetische Dominanz in Osteuropa zu Ende gegangen wäre. Dass wir letztlich dies den Amerikanern verdanken. Und das prägt natürlich unsere Grundhaltung, dass wir in manchen genauso kritisch sind und einzelne Taten dieser oder jener Administration, dieses oder jenes amerikanischen Politikers oder seine Aussprüche auch sehr kritisch sehen, ist eine andere Sache. Aber die Grundausstellung ist, ja, es sind viel pro-amerikanischer. Und wir betrachten es deswegen auch als eine selbstverständliche Verpflichtung einem Verbündeten gegenüber, dass ein Radar bei uns aufgestellt wird. Ich erwarte ja auch von den Amerikanern, dass sie uns in einer kritischen Situation helfen werden. Ja, warum sollen wir, wenn sie Hilfe brauchen, ihnen sie nicht zur Verfügung stellen? Jetzt wollen wir vielleicht keine Amerika-Debatte führen, aber ganz kurz, Herr Schlögl, irritiert Sie diese amerikanische Präsenz in Osteuropa oder ist das
Verwandtschaft sozusagen, um Herrn Schwarzenberg aufzugreifen? Nein, Amerika tut gut, auch für Osten, Ostmitteleuropa. Das bedeutet aber nicht, dass ich diesem politischen Konzept folgen kann. Ich glaube, dass diese Überlegung sowohl mit dem Krieg wie mit dem Abwehrschild nur eine Sackgasse sind. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das das letzte Wort ist angesichts der neuen Bedrohung. Aber ich bin kein Politiker und möchte mich da etwas zurückhalten.